Vom 8. bis 10. April fand in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg die Frühjahrskonferenz der Union der europäischen uniformierten Traditionsverbände statt. Die Organisatoren hatten dazu das mondäne Offizierscasino der größten Kaserne Mitteleuropas ausgesucht. Die von der Gesellschaft der Gendarmerie und Polizeifreunde Kärnten im Vorjahr ins Leben gerufene Kärntner K&K Traditionsgendarmerie 1899 wurde bei diesem turnusmäßigen Kongress von Generalsekretär Oberstleutnant Reinhold Riebenig und den beiden Vorstandsmitgliedern und künftigen Gardisten der Traditionsgendarmerie Ernst Fojan und Sepp Huber vertreten. Nach dem Eintreffen der Teilnehmer, die aus zahlreichen Ländern Europas, darunter Holland, Weißrussland, Bulgarien, Litauen, Norwegen, Rumänien und anderen angereist waren, gab es dann bei einem gemeinsamen Abendessen ein erstes kameradschaftliches Get-Together. Der hochdekorierte Teilnehmer aus Weißrussland, Generalmajor Michael Slitsky, ließ es sich nicht nehmen und spielte sich auf seiner mitgebrachten Harmonika in die Herzen seiner Freunde. Dass er auch den Schneewalzer zum Besten gab, erstaunte nicht nur die Kärntner Kollegen. Im Rahmen der Tagung am nächsten Tag, bei der die Traditionsgendarmerie ohne Gegenstimme in den renommierten internationalen Verband aufgenommen wurde, wurden zahlreiche Themen besprochen und die Neuaufnahmen weiterer Traditionsgruppen beschlossen. Der designierte Kommandant der Traditionsgendarmerie 1899, Major in Tradition Ernst Fojan, erläuterte im Zuge des Kongresses die geschichtlichen Hintergründe der österreichischen Gendarmerie, die ja bis 1918 ein integraler Bestandteil des kaiserlichen Heeres gewesen ist. Bei dieser Tagung wurde die Kärntner Gruppe auch zum Generalrapport, der heuer im Oktober in Sofia stattfindet, eingeladen. Wie der amtierende Präsident der Union, Generalmajor in Tradition Helmut Eberl, dabei betonte, sei die Kärntner Gruppe die einzige in Österreich, die in dieser Form der ehemaligen Gendarmerie damit eine bleibende Referenz erweise und damit versuche, dieses für die Monarchie und Österreich so bedeutende Korps vor dem endgültigen Vergessen zu retten. Nach dem Ende der Konferenz folgte am Abend ein gemeinsames Dinner in den jeweiligen historischen Uniformen. Das bunte Bild der diversen Traditionsträger war eine sichtliche Freude für jeden, der sich eine Spur historisches Bewusstsein für die Traditionspflege bewahren konnte. Als offizieller Abschluss wurden noch die neuen Gruppen von Präsident Eberl mit Gast- und Einstandsgeschenken bedacht. Es war natürlich klar, dass Michael Slitsky auch an diesem zweiten Abend wieder sein Schifferklavier auspackt und für die neuen Freunde und Kameraden in die Tasten schlug. Hier ein paar Impressionen.